sympathisch. Man kann sich unterhalten. Brutal aus. Es hat sich auch verbessert. Ah! Völlig bescheuert. Also das Video hat es echt in sich. Wenn die Sonne wieder lacht. Es ist wieder Zeit für eine neue Folge vom Proper Camp, denn ihr konntet wieder abstimmen. Jeden Sonntag, also einen Tag nachdem das Video hier rauskommt, mache ich auf Instagram eine Abstimmung in den Stories und ihr könnt entscheiden, welches Format wird es geben. Ja? Lost Places, Proper Camp, Biwak, Wikinger Camp, was auch immer, ihr entscheidet. Wer also bei Instagram noch nicht dabei ist, sollte das jetzt dringend tun. Heute geht es um die Krankonstruktion für den Kühlschrank und den Bau eines Flaschenzuges. Wir legen auch direkt los, aber vorher noch eine kleine wichtige Info für euch. Ihr wisst es, in den letzten Jahren ist wirklich viel passiert. Ich wurde 2018 in den USA mit einer Schusswaffe bedroht und überfallen. Letztes Jahr gab es da den Einbruch in meinen Keller und vor ein paar Monaten den Einbruch in meine G-Klasse, wo die Scheibe eingeschlagen worden ist und so weiter. Da macht man sich natürlich immer wieder ein bisschen Gedanken um das Thema Sicherheit und auch um seine persönlichen Daten, denn bei dem Einbruch wurde unter anderem auch meine Festplatte geklaut. Ich bin durch meine Arbeit bei YouTube und Instagram wirklich viele Stunden im Internet und dadurch, dass ich auch viel unterwegs bin, immer in verschiedenen Hotspots, WLANs, überall eingeloggt. Und die große Frage ist, wie schütze ich dort eigentlich meine Daten? Diese Folge hier wird gesponsert von NordVPN, ein Programm, das genau dafür zuständig ist und deine Daten im Internet schützt. Solch eine Kooperation macht es überhaupt erst möglich, diese ganzen Projekte auf meinem Kanal mit euch gemeinsam umzusetzen und ohne sowas wäre das Ganze gar nicht möglich. Erhalte privaten Zugriff auf das Internet. Stelle dir VPN als einen sicheren, verschlüsselten Tunnel, in dem Online-Verkehr fließen kann, vor. Niemand kann diesen Tunnel schauen und auf deine Internetdaten zugreifen. Jedes Mal, wenn du dich mit einem öffentlichen WLAN-Spot verbindest, unterwegs auf persönliche oder Arbeitskonten zugreifen oder einfach deinen Internetverlauf für dich behalten willst, bietet dir NordVPN den Schutz deiner Daten. Es gibt über 5200 superschnelle NordVPN-Server in 60 Ländern. 24 Stunden, 7 Tage die Woche einen Support via Live-Chat und E-Mail. Und du hast eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie, wenn du nicht zufrieden bist. Also teste das Ganze doch einfach mal für dich aus und schütze dich nicht nur im echten Leben, sondern auch im Internet. Spare jetzt 81% auf nordvpn.com/fritz oder nutze meinen Rabattcode FRITZ. Du bekommst 2 tolle Geschenke. 4 zusätzliche Monate mit dem 3-Jahres-Plan und die kostenlose NordPass Passwort Manager App. Alle Infos dazu mit den Rabattcodes und den Links findest du wie immer unten in der Videobeschreibung. Vielen Dank für euren Support und jetzt viel Spaß mit dem Video. Ah, ist das schön wieder hier zu sein. Herbstlich, ja, alles kommt runter und es gibt noch eine wichtige Info. Viele haben darauf gewartet. Ich habe es natürlich getan, Leute. Es gibt nun einen CO-Detektor, einen Kohlenmonoxidmelder. Aha. Für die ganze Geschichte hier in drin. Den werde ich noch nicht einbauen, das kommt nochmal in einem extra Video. Ja, ich werde wahrscheinlich auch nochmal den Ofen umbauen müssen. Denn das mit dem Rohr hier um die Ecke, das funktioniert nicht so richtig. Aber nur, dass ihr Bescheid wisst, Leute, ich lese natürlich die Kommentare, ja, und ich gehe da auch drauf ein. Hier unten ist das Loch vom Kühlschrank, natürlich schön abgedeckt, damit ich hier nicht reinfalle. Hier übrigens meine provisorische Wasserauffangstation. Ja, das läuft ja hier oben rüber, tropft dann hier runter und ich sag mal so, der Eimer ist voll. Ich werde natürlich noch was Richtiges bauen, aber es funktioniert schon mal so ein bisschen provisorisch. Hier oben drüber soll jetzt ein Balken rüber gehen. Dann kommt hier eine Art A aus Holz. Und dann kann in die Mitte hier oben die Flaschenzugkonstruktion gebaut werden, die dann blub runter zum Kühlschrank geht. Ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und habe eine professionelle Skizze erstellt, damit ihr natürlich ein Gefühl dafür kriegt, wie das Ganze aussehen soll. Und ich so ein bisschen, ja, weiß, was ich eigentlich vorhabe. Das ist das gute Stück. Na, wisst ihr, wie es sein soll? Im Endeffekt ist es die Hälfte einer Schaukel. Das wird quasi so rangebaut jetzt. Und hier, nein, das ist jetzt kein Arsch oder sowas. So soll das Ganze als Verbindung oben aussehen. Also quasi hier auf Kopfhöhe, da wo ich stehe. Hier kommt ein Balken hoch und hier wird einer draufgelegt. So viel wieder zur Theorie. Jetzt werden wir uns erstmal die Säge schnappen und ein bisschen Material besorgen. Ich muss noch kurz ausmessen. 1, 2. Zweimal so ausgestreckt. Ja, okay. Fertig mit Messen. Ihr seht, hier liegt so ein bisschen Holz von ein paar Baumfüllaktionen, die wir hier gemacht haben in dem Waldstück. Alles ein bisschen abgeschnitten hier und da könnte ich mir eigentlich was draus rausnehmen. Wir haben 3 fette Stämme, die saumäßig schwer sind und die werden wir jetzt als allererstes mal entrinden und ein bisschen schick machen.
Es geht langsam voran, ist aber jede Menge Arbeit. Ja, habt ihr schon beim Wikinger Camp gesehen, wie lange das dauert, so einen schönen Stamm hier schick zu machen. Aber ihr wisst es, wir machen es ordentlich. Ja? Und deswegen habe ich mir auch richtig schöne dicke Stämme rausgesucht, damit ich mich da auch mal ranhängen kann. Was will mir der Wecker damit sagen? So, jetzt geht's wieder an die Feinarbeit. Der ganze Schälprozess hat jetzt gute 1,5 Stunden gedauert. Das ist auf jeden Fall auch ein Projekt, das werde ich heute nicht mal ansatzweise schaffen. Aber für euch, ja, werde ich das alles in einem Video packen. Mehrere Tage werde ich hier dran ackern. Könnt ihr euch dran erinnern, ich glaube vor 2 oder 3 Folgen hatte ich angesprochen, dass viele von euch, die hier zuschauen, gar keine Abonnenten sind. Ich habe mal wieder reingeguckt, es hat sich auch verbessert, aber ich denke, da ist noch Potenzial nach oben. Immerhin noch 43,7% schauen hier zu und sind keine Abonnenten. Wenn du also keine Folgen... Alles klar, Meister! Wenn dir das Prepper Camp gefällt und du mich ein bisschen unterstützen willst, dann lass doch einfach ein Abo da. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank und jetzt basteln wir weiter. Sag mal, Leute, bin ich eigentlich total verblödet oder was fällt denn euch auf? Ist euch eigentlich mal bei diesem ganzen Konzept gerade irgendwas aufgefallen? Kleiner Tipp, ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Guckt mal, lasst das mal kurz wirken. Was fällt denn euch auf? Okay, noch ein Stück. Moment. Aha, aha. Der eine oder andere Profi von euch wird es erkannt haben. Wir sind hier in einem Prepper Camp mit einem ehemaligen Militärcontainer. Wir wollen ja einen auf Stealth machen, auf ein bisschen versteckt, auf ein bisschen Tarnung. Und das Ding leuchtet ja durch den Wald. Ich hätte vielleicht so clever sein sollen, wie bei dem anderen Grad, und einfach nur leicht die Rinde abmachen sollen. Völlig bescheuert. Denn die Idee dahinter ist ja, dass das Holz länger hält, weil keine Schädlinge quasi das Holz kaputt machen, weil die Schädlinge immer unter der Rinde sitzen. Mal gucken, vielleicht werde ich ein bisschen Schlamm nehmen und Erde und das so ein bisschen wieder dunkel färben, weil das ergibt überhaupt keinen Sinn. Mann, Mann, Mann. Einmal nachdenken, Herr Meinecke. Einmal nur. Man muss ja aus Fehlern lernen. Ja, man muss Lösungen finden. Das werden die beiden Stützbalken, werde ich jetzt erstmal auf gleiche Länge bringen und dann hier vorne winkelmäßig alles zurechtschneiden, zeige ich euch dann, wenn es fertig ist. Und das hier drüben wird quasi der Querbalken, der dann oben drauf kommt. Oh. Oh, sympathisch, man kann sich unterhalten. Es ist nieselig und wir haben, glaube ich, so 3 Grad. Schön. Oh, yes, das ist gut, Leute. Das ist richtig, richtig gut, so habe ich mir vorgestellt. Und weil es mir gerade einfällt, es stand sehr, sehr oft in den letzten Kommentaren. Ja, Leute, man mag es kaum glauben, aber ich bekomme graue Haare. Beziehungsweise nein, ich bekomme keine grauen Haare. Ich habe graue Haare. Vielleicht wird irgendwann auch der Bart ganz grau. Und dann sehe ich aus wie Ragnar in der 4. Staffel. Rasiere ich mir eine Glatze und habe so einen Bart. Eigentlich hätte ich mir das Einsägen sparen können.
Hätte ich ja gleich mit der Technik machen können. Ja, kommt Leute, heute ist mal so eine kleine Mixed-Folge, ja? Wikinger Camp versus Prepper Camp. Ne, Quatsch, aber ein bisschen Achsbearbeitung im Endeffekt. Ist das auch eine Technik, die ich beim Wikinger Camp anwenden würde? Ja? Zack, 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 zack. Und schon trägst du gleichmäßig Schichten ab. So, die Seiten sind abgeflacht, da seht ihr es. Oh, ist gut, ist gut, ist gut. Boah, so langsam wird es frisch und auch dunkel. Ich habe jetzt hier einen Balken quasi an das Ende geklöppelt mit Axt und dem Zieheisen. Natürlich auf der anderen Seite auch. Ich hoffe, ihr erkennt das so ein bisschen. So, und mit der flachen Seite kommt das quasi hier drauf. Na, schaut mal hier, die flache Seite ist jetzt unten, dass das hier dann auch nicht kippeln kann. Und ich habe, wie gesagt, die Seiten auch noch schön abgeflacht, weil ich natürlich als nächstes jetzt hier anzeichnen werde und aus diesem unteren Balken etwas ausstemme und das dann richtig schön rein kann. Ja, deswegen hier nochmal schön glatt gemacht, die Seiten. Aber das werde ich heute nicht mehr schaffen und morgen in Angriff nehmen. Also, ich verziehe mich in meinen Container und wir sehen uns morgen früh, wenn die Sonne wieder lacht. Gute Nacht! Guten Morgen oder wohl eher guten Mittag, wenn ich mir angucke, wo die Sonne steht. Der Postbote war zufälligerweise über Nacht da und hat mir etwas geliefert und das will ich jetzt mit euch ausprobieren. Und zwar habe ich mir so ein Sägeblatt für den Winkelschleifer organisiert, der angeblich auch Holz schneiden kann. Und wir sind ja hier im Prepper Camp, das heißt, wir können ja mal ausprobieren, ob das funktioniert. Akku ran. Das Ding Holz schneidet. Ich bin gespannt. Sieht auf jeden Fall brutal aus, der Gerät. So, ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Und zwar mit einem kleinen Spanngurt die Sachen hier erstmal provisorisch zu fixieren. Passt doch nicht. Oh, komm mal. Wir zeichnen kurz an. So. Alter, geil! Ey, das schneidet richtig gut. Nice. So, bessere Werkzeug brauchen wir. Schön ein paar Schnitte reingesetzt, durchgegangen wie Butter, ey. Da sollte der Finger nicht dazwischen sein. Oh, richtig gut, ey. Richtig, richtig gut. Ich werde jetzt erstmal oben die Spitze miteinander verbinden. Zweimal oder viermal lang braucht man, glaube ich. Zweimal. Torx. Schraubelli. Jetzt kommt wieder eine Dulli-Aktion, weil ich nicht weiß, ob ich das vorbohren muss oder nicht. Kloppen wir einfach mal rein, das Ding. Gucken wir mal, ob das geht. Hohoho. Geht durch. So, jetzt müssen wir hier in die Feinheiten gehen. Haben wir ein riesen Spaltmaß. Wir müssen hier ein bisschen was wegnehmen. Rein. Jawohl. Gut was weg auf der Seite. Ja, sehr gut. Zwei kurze Schrauben. So. Die hier reinjagen, dann sind die unten nur so 2-3 cm drin. Das ist natürlich zu wenig. Ohne Scheiß, das Ding ist so stabil,
Hier kannst du wahrscheinlich die G-Klasse ranhängen. Völlig übertrieben für so einen kleinen Kühlschrank. Wie gerade, jetzt müssen wir hier einen schönen Schnitt setzen. Simp! Ist doch voll schräg, der Mist. Ah ja, muss auch ein bisschen schräg sein. Das ist, glaube ich, wichtig. Passt. Wackelt. Hat Luft. Also, jetzt muss das Ding natürlich... Erstmal atmen kurz. Ja, wie mache ich denn das jetzt alleine? Weil das muss ja oben rauf und ich muss von oben gegenbohren. Ich habe eine Idee. Vielleicht geht die schief, vielleicht klappt die aber auch. Papa! Das hängt ein bisschen durch. Oh. So. Jetzt mache ich das hier oben erstmal fest. So, jetzt kann das hier schon mal nicht runterflutschen. Von der Arbeitssicherheit her. Oh, perfekt. Und jetzt feströmmeln der Gerät. Ja, Lösungen finden, Leute. Lösungen finden. Richtig gut versenkt die Schraube. Ich messe. Voll ein in die Fresse bekommen, ey. Ah! Es war nur eine Frage der Zeit. Der Winkel passt noch nicht ganz. Und zwar ist das Ganze ein bisschen so angekippt. Ihr seht, wir haben hier ein ordentliches Spaltmaß dazwischen und das müssen wir natürlich noch beheben. Und das kriegen wir hin, indem wir jetzt hier kleine Löcher graben und das ein bisschen tiefer setzen. So, ich habe jetzt die Löcher gegraben, das Ganze ist unten schön fest. Hier hinten haben wir auch kein Spaltmaß mehr, das sitzt gut. Aber ist euch mal wieder was aufgefallen? Ist euch mal wieder was aufgefallen? Also heute ist nicht so mein Tag. Ich habe mir sagen lassen, dass es absolut Sinn macht, so eine Krankonstruktion so zu bauen, dass wenn man hier oben eine Umlenkung ranbaut, das dann auch direkt über dem Loch ist. Das Loch ist hier. Aber hier ist kein Kran. Ja, die Löcher waren umsonst. Boah. Wir brauchen natürlich auch hier noch eine Querverstrebung für Stabilität. Gerade wenn ich das jetzt hier bewegen will, dann bricht mir nachher noch hier oben die Schraube ab. Deswegen habe ich hier schon wieder in stundenlanger, mühseliger Arbeit dieses Holzstück vorbereitet. Ihr seht es, wieder so kleine, flache Enden draus gemacht. Oh, habe ich jetzt nicht nochmal extra gefilmt für euch, aber hier das Endergebnis. Und das Ding zimmern wir jetzt fest. Also das Video hat es echt in sich. Puh. Hier wieder das nächste Ding fertig gebaut. Alles angepasst, hier noch mit Abschrägung. Fünfmal hin und her. Und jetzt bringen wir das Ding an. Akku leer. Die Konstruktion steht. Sie muss noch anders platziert werden. Und wir müssen den Flaschenzug noch bauen. Aber ich baue seit 2,5 Tagen an diesem Projekt. Und irgendwann ist auch mal Feierabend. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr mehr vom Prepper Camp sehen wollt, dann auf jeden Fall Daumen nach oben, Kanal abonnieren nicht vergessen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.